Sind wir drauf? Mach. Sind wir drauf? Soll ich Hallo Leute sagen? Mir ist scheißegal. Hallo Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch Kniebeugen von einer ganz anderen Seite. Also Freunde, ich zeige euch Kniebeugen von einer ganz anderen Seite. Und zwar Kniebeugen oder Pause Squats, Pause Kniebeugen für Core Development. Das heißt, für Rumpfstabilität, Kraft, Muskelstärke, was auch immer, scheißegal. Und zwar kennt ihr ja die klassischen Pause Squats, wo man runtergeht, unten hält. Ich zeige euch das mal kurz. Das heißt, ihr geht runter. Und dieses klassische Olympic runtergehen, halten, unten in dieser Position sich hinsetzen, zählen, zack und wieder hoch. Ja? Aber heute wollen wir wirklich den Core stabilisieren, den Core trainieren. Und zwar zeige ich euch jetzt Pause Squats von einer ganz anderen Seite. Und zwar folgendes. Ihr stellt euch ganz normal drunter. So. Ziel ist es jetzt, runterzugehen, aber sich nicht auszuruhen, sich nicht hinzusetzen. Zack, bis hierhin. Das heißt, ihr seid nicht hinten drauf. Und in dieser Position Bauch anspannen, Rumpf anspannen und halten. Ja? 5 Sekunden, zack und wieder hoch. Halten, zack und wieder hoch. Das ist vor allem interessant für die Leute, die Probleme haben beim Kniebeugen, aufrecht zu bleiben, zum Beispiel runtergehen und dann hinten mit dem Arsch rausschießen, auch beim Kreuzheben hier rausschießen, ja? Dass ihr eben wirklich eine Stabilität habt, die das gesamte, also den gesamten Unterkörper mit dem Oberkörper verbindet und bombenfest macht. Ja? Wenn ihr da Schwächen habt, nach dem Kniebeugen, einfach mal die Pause Squats probieren. Und jetzt zeige ich euch eine noch effektivere Variante. Mit zum Beispiel Zughilfen oder Handtüchern, ich zeige euch beides. Und zwar nehmt ihr die Zughilfen, legt sie rum, das heißt hier in die Lasche rein. Ungefähr dort, wo ihr normalerweise hier eure Schultern habt. Das heißt, einmal drum machen und dann geht ihr mit den Zughilfen, zieht die schön stramm, unter die Stange. Das müsst ihr natürlich erstmal stabilisieren. Und jetzt das gleiche Spiel wie immer, intraabdominalen Druck und runter gehen. Halten, nicht absetzen, halten, halten, zack. Halten, halten. So. Ihr müsst euch natürlich erstmal dran gewöhnen. Wenn ihr keine Zughilfen habt, könnt ihr genauso gut einfach eure Handtücher nehmen, drüberlegen, gleiches Spiel, festhalten und nach unten festziehen. Der Vorteil hier oder der Nachteil hierbei ist, dass ihr hier oben weniger Stabilität habt. Das heißt, ihr müsst euch viel mehr darauf konzentrieren, dass ihr wirklich hier stabil seid, hier stabil seid. Weil ihr habt hier oben, liegt die Stange nur auf. Ja? Sie ist zwar fest durch die Riemen, aber sie ist locker. Das heißt, ihr müsst viel mehr stabilisieren. Wenn ihr dann runtergeht, müsst ihr wirklich fest sein. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, dass der Rumpf stabilisiert ist und dass er sich dann nicht bewegt. Und das könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel Kniebeugen fertig habt, habt 100 oder 120 Mal Sätze gemacht, nehmt euch 70 Kilo, 60 Kilo. Ich sage euch, das ist anstrengend. Und geht runter, 5 Sekunden halten, wieder hoch. 5 Wiederholungen, 5 Sätze. Und ich sage euch, ihr werdet euren Core developen, euren Rumpf stabilisieren, wie noch nie zuvor. Okay, alles klar. Ich hoffe, das war deutlich, oder ich konnte deutlich machen, was ich zeigen wollte. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.